Danke vielmals, Herr Präsident, Herr Finanzminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren zu Hause vor den Fernsehschirmen. Frau Kollegin Doppelbauer, diese Regierung hat schon lange Verantwortung übernommen und sie wird sie nicht erst übernehmen. Und das zeigt sie alle Tage. Warum wir heute hier in dieser Sondersitzung beisammen sind, will ich jetzt nicht noch mal breit wiederholen. Es wurde dazu, glaube ich, genug gesagt. Es ist ein Formalfehler passiert, kein inhaltlicher Fehler. Und was aus dieser Sitzung inhaltlich gemacht wird, wird sich jeder zu Hause vor den Fernsehschirmen sein Bild davon machen. Aber etwas können Sie uns aber auch glauben. Wenn das die Aufgabe der Opposition ist, und unser Klubobmann Wögener hat es gesagt, wir hätten diesen Formalfehler am nächsten Tag, am letzten Freitag erledigen können, dann hätten wir heute diesen Tag nicht dazu gebraucht, wenn wir uns alle einig gewesen wären. Aber die Opposition hat diesen Weg gewählt, dieser Weg wurde beschritten, sodass das heute hier auch gemacht wird. Aber ich sage euch eins auch dazu, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition. Das war ein Formalfehler, aber diese Republik und die Menschen haben andere Sorgen. Die würden sich was anderes wünschen von der Opposition in dieser Situation, wie wir das drüber bekommen. Seit 3 Wochen diskutieren wir das Budget. Ich möchte nicht wieder ins Detail hineingehen. Jeder glaubt sich heraus, wie er es braucht. Und es ist leider mal ein ungeschriebenes Gesetz, dass eine Opposition, egal wie sie heißt, beim Budget einfach nicht mitgeht, weil sie es nicht akzeptieren kann, dass es ein gescheites und ein gutes Budget ist. Aber wenn man über die Grenzen hinaus schaut und wenn man die Kollegen, und ihr werdet ja wohl auch Kontakt haben von anderen Ländern mit den Abgeordneten dort, wenn man sich dieses Paket anschaut, was unser Finanzminister mit den Experten vorgestellt hat, so viel Geld in die Hand zu nehmen, viel Geld in die Hand zu nehmen. Gott sei Dank ist in den letzten Jahren gut gewirtschaftet worden, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Es ist international eindeutig das beste Paket, das alle Bereiche abdeckt. Natürlich ist da und dort eine kleine Schwachstelle, die noch zum Nachjustieren ist. Und es ist auch Geld in diesem Budget drinnen, um in die Zukunft zu investieren. Und jetzt kommen wir auf den Punkt. Und immer gerade von der SPÖ, ist ja egal, oder freiheitlich, ich will gar nicht reden, die kennen das Wort Corona sowieso nicht, aber Fadeneas gesagt, wird immer wieder gesagt, die Leute kennen sich nicht mehr aus. Ihr verunsichert, ihr sucht ja was die Leute zu verunsichern. Die Regel ist ganz einfach, Abstand halten, Maske tragen und Hände desinfizieren. Wenn wir das einhalten, kriegen wir die Zahlen runter. Und den Winter kriegen wir nur in den Griff, wenn die Zahlen herunterkommen. Und da müssen wir alle zusammenhelfen. Ich habe das schon das dritte Mal oder das vierte Mal da am Rednerpult gesagt. Und eine Sache, was mir gestern, sage ich ganz ehrlich, wo ich kein Verständnis mehr gehabt habe, bei allen Argumentationen, dass da für die Freiheitlichen sagen, Après-Ski muss ordentlich bei der Theke und im Haufen gemacht werden, weil das letzten Winter hat es ja nicht gegeben, da hat es ja gar keine Auswirkungen gegeben, da ist ja nichts passiert. Aber die Gesundheitssprecherin der Freiheitlichen Partei, Klubobfrau-Stellvertreterin, selbst Ärztin, ich habe mir gedacht, ich habe den falschen Sender eingeschaltet im Radio. Ich wiederhole es nochmal. Wenn Sie Weihnachten in Ruhe feiern wollen, dann lassen Sie sich nicht testen. Ergänzung dazu. Wer also die Weihnachtsfeiertage nicht in Quarantäne verbringen, sondern lieber ungestört Verwandte besuchen will, soll von einem Test Abstand nehmen. Rät die Freiheitliche Partei. Wisst ihr, was das im Umkehrschluss heißt? Ich, weil ich als Kleinkind aufgewachsen bin und in der Familie jemand eine Grippe gehabt hat, wird es geheißen, Kinderlein, geht's dort nicht zu, wie ihr steckt es euch an. Die Corona brauche ich euch nicht erklären, ihr wollt es nicht verstehen von der Freiheitlichen Partei. 10-mal so gefährlich wie eine Grippe. Nicht von mir, von internationalen Experten. Und da geht eine Gesundheitssprecherin von einer Partei her und sagt, Leute, lasst euch nicht testen, wenn ihr wollt mit eurer Familie beieinander sein. Ihr könnt ja
könnte ja sein, dass ihr Corona habt. Geht in die Familie rein, steckt die Leute an, schaut, dass die Zahlen in die Höhe gehen, damit wir das ja nicht in den Griff kriegen. Leute, wenn das Verantwortung ist, dann sage ich euch ganz ehrlich, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Irgendwo ist irgendwo immer einmal ein Punkt. Opposition ist alles gut und recht. Aber Corona ist nicht zu spielen, da hängen Menschenleben dran und merkt euch das einmal.